In Frankreich gehen die Proteste gegen hohe Spritpreise und gegen Präsident Emmanuel Macron weiter. Die Gilets jaunes, gelbe Westen, wollen am Samstag Paris lahmlegen. Auch das französische Überseedepartement La Réunion beteiligt sich an den Protesten. Seit fast einer Woche blockieren die gelben Westen Straßen, Autobahnen und Erdöldepots. Zwei Menschen kamen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Jetzt schaltet sich der ehemalige Umweltminister Nicolas Hulot, der für die Spritpreiserhöhungen mitverantwortlich ist, in die Debatte ein. Ich bereue die Entscheidung zu höheren Besteuerung von Benzin und Diesel nicht, sagt er. Aber ich unterstütze diese Entscheidung nur, wenn sie auch mit den entsprechenden sozialen Maßnahmen begleitet wird. Und das war bisher nicht der Fall. Umfragen zufolge unterstützen 8 von 10 Franzosen die gelben Westen. Wie viele allerdings am Samstag bei der geplanten Riesenblockade von Paris mitmachen werden, ist fraglich. Einer der Organisatoren sagt, ich hoffe, dass alle aus den Vororten und der Umgebung kommen werden und dass die Pariser selbst auch entweder in gelben Westen auf den Straßen gehen werden oder im Schneckentempo im Auto fahren. Das Innenministerium hat massive Sicherheitsbedenken und bittet die Demonstranten, sich nur auf dem Champ de Mars zu versammeln.